Hallo liebe Leute, ich spiele euch jetzt die Musik der Bäume. Ich freue mich schon. Ich muss aber erstmal einschalten. Einschalten, das andere ausschalten. Das ist die Musik der Bäume, gespielt über die Orgel in der evangelischen Kirche vom Organisten. Aber was ich dazu sagen muss, jedes Kind kann die Musik der Bäume spielen, und zwar wenn er 6, 7 Jahre alt ist, kann es das schon. Denn Bäume haben Musikchords auf den Baumrinden, und diese Musikchords kann man mit der Schablone, die ich gefertigt habe, eine Universalschablone, kann man die auslesen in Zahlen und kann die dann übertragen auf ein Keyboard oder auf ein Piano oder auf ein Virtualpiano. Da geht das auch. Selbst wer keine Instrumente zu Hause hat, kann sich im Internet Virtualpiano runterladen und kann die Musik der Bäume spielen. 23 Baumarten haben diese Musikchords auf den Baumrinden. Und zwar spielt jeder Baum eine andere Melodie. Jeder Ast, jeder Zweig hat eine andere Melodie. Das könnt ihr auch nochmal prüfen, indem ihr einen Ast von einer Birke beispielsweise fotografiert, die Fotografie verkleinert und legt das auf einen Papierstreifen einer programmierbaren Mini-Drehorgel. Dann macht ihr da, wo ein Strich der Birke ist, macht ihr eine Kerbe rein. Dann nehmt ihr den Papierstreifen, bringt ihn in die Orgel und dreht und spielt das den Song ab. Jeder Ast hat einen anderen Song. Und jedes Kind in der Welt kann diese Musik spielen. Und jedes Kind in der Welt wird diese Musik verstehen. Es gibt keine Grenzen, keine Sprachbarrieren, es gibt gar nichts. Und jedes Kind, das sich damit eine Stunde beschäftigt, wird schon Komponist sein. Denn es wird dann probieren, wie dahin. Muss vor 1 bis 6 spielen und von 12 zurück bis 7 und die letzten 3 nochmal. Wie ist es denn, wenn ich 6 vorspiele und 3 zurück? Oder 6 vor und 4 zurück? Oder wenn ich 7 vorspiele und 3 zurück? Also wird es doch nachdenken und probieren und feststellen, oh, das ist ja möglich, ich kann ja schon Musik komponieren. Ist das nicht ein großes Ereignis? Ich habe diese Information in 16 Sprachen übersetzt. Ist ein bisschen schwierig, weil es eine Neuheit ist. Und Menschen sind sehr skeptisch, was neue Dinge anbelangt. Die glauben das gar nicht. Ihr braucht es nicht glauben, ihr braucht es nur mal prüfen. Überprüft das doch mal. Probieren geht über Studieren, sagt man. Und man muss es einfach nur mal probieren. Und dann wird man merken, diese Musik kommt dabei heraus. Diese schöne Musik. Danke, Herr Minke. Herr Minke ist der Leiter des Schönberger Musiksommers. Der hat mir diesen Gefallen getan. Er spielt Piano seit dem 5. Lebensjahr und ist natürlich Organist in der Kirche. Natürlich kann man den Song variieren. Ist ja klar, man kann die Töne länger halten, kürzer machen. Wie ist das zustande gekommen? Ich habe den einen Baum der Birke fotografiert, habe mit der Schablone die Musik kurz ausgelesen in Zahlen und habe sie ihm gegeben, dem Organisten. Natürlich habe ich ihm auch dazu die Anleitung gegeben und wie ich es gelesen habe. Er kann es auch nachprüfen. Das ist nirgendwo eine Schummelei. Das ist ganz einfach. Man liest die Zahlen aus und spielt 6 vor, 6 zurück. Oder 6 vor und 3 zurück. Und die letzten 3 nochmal.
also 1 bis 6, da sind natürlich dann Zwischentöne, sind ja auch Mehrfachanschläge da. Die 1 einmal, die 2 zweimal, die 3 vielleicht dreimal. Und so spielt man das runter, so wie es der Baum vorgibt, so wie die Zahlen dastehen in der Schablone. Das ist ganz einfach. Kann jedes Kind machen. Natürlich bin ich auch dabei zu variieren. Ich habe schon Birke und Esche gegeneinander spielen lassen. Also als Arrangement, als Konzert. Die Birke hat heller gespielt, die Esche dunkler. Und so gab es ein Liebeslied. Gibt es auch in YouTube. Liebeslied, Esche und Birke. Ja, das war's schon, liebe Freunde. Probiert es mal aus. Ich bin sehr erkältet noch, tut mir leid. Ich muss ab und zu mal husten, weil es sehr kalt ist in Norden, sehr kalt. Also so kaltes Frühjahr habe ich selten erlebt. Und starke Winde und Regen und es ist eklig. Was will ich machen? Ich bin ja nur mal im Norden, ich bin gerne hier. 1971 kam ich mal von Mannheim nach Lübeck und die Ostsee fasziniert mich eben. Ich komme da nicht mehr weg von. Ich bin in Schönberg bei der Freien Akademie Schönberg und bin 12 Kilometer von Lübeck-Travemünde entfernt. Nach Lübeck mit der Bahn fahre ich von Schönberg in 10 Minuten, bis zum Hauptbahnhof sind es 20 Minuten. Das Schönste an Schönberg ist die Bahnfahrt nach Lübeck oder auch die Seen. Ihr wisst ja, ihr könnt ja mal nachsehen in Facebook bei Volker Schäffler oder ihr könnt auch nachsehen in Google bei Volker Schäffler Bäume musizieren oder Volker Schäffler überhaupt mal nachgucken oder in YouTube Volker Schäffler oder Volker Schäffler Bäume musizieren oder Volker Schäffler Schwäne oder Wolkenbilder oder Wolkenflüsterer. Das sind so schöne Filme. In YouTube, ich habe 1178 Filme in YouTube. Mein lieber Hund Hachiko hat übrigens, ja, der spielt gerade hier vor mir, er streckt mir den Hintern her. Er hat so viele Teddys hier, guck mal, ach, den hat er sich selbst ausgesucht in Herrenburg, sind wir mit der Bahn hingefahren, weil er fährt so gerne Bahn, deshalb heißt er ja auch Hachiko. Wenn er einen Zug sieht, er will schon, als Welpe wollte er schon immer zur Bahn hin, zum Bahnhof. Und wenn er dort ist, einen Zug sieht, dann schreit er vor Glück, gibt es auch Filme, kann ich euch beweisen. Und er will in den Zug rein, will mit dem Zug mitfahren. Und ab und zu muss ich dann mit ihm wegfahren, nach Herrenburg oder nach Lübeck. Nach Lübeck fährt er auch sehr gerne. Dann darf er mal rein zu C&A, meine alte Wirkungsstätte als Detektiv. Ich war ja Detektiv in 200 verschiedenen Kaufhäusern und Warenhäusern, Blaza und Karstadt und was weiß ich was. Und habe dann in der Zeit sehr viele Kriminelle zur Strecke gebracht. Aber in Lübeck natürlich habe ich eine Menge an Erfolg gehabt. 20.000 Kriminelle gefasst in 35 Jahren. Okay, und manchmal zieht es mich auch wieder hin an mein altes, wie es den Täter zum Tatort hin wieder zieht, so zieht es mich an meine Wirkungsstätte zu C&A Brenningmeier. Weil dort sind immer noch Leute, die mich kennen. Ich war schon, ich war nach 20 Jahren oder so, war ich mal wieder da. Und da haben sie, hallo Volker, wie geht's, was machst du denn hier? Und dann gehen wir hoch zu Enzo. Und da bin ich hoch zu Enzo. Ach Enzo, ach Volker, was machst du denn hier, wie geht's dir denn? Ja, das ist Erinnerung, Leben ist Erinnerung, ohne Erinnerung ist gar nichts. Unser Leben ist eigentlich wie ein Traum. Es ist eine Illusion. Was war? Meint man, hat man es geträumt oder ist es wahr? Leben ist Erinnerung und diese Erinnerung, die hält mich fest in Lübeck. Und deshalb muss ich da ab und zu hin. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen, der Hachiko hat sich diesen schönen Teddy selbst gesucht. Ich wollte ihm ein gelbes Kuscheltier schenken, hat er nicht genommen. Ist hin, habe ich gesagt, such dir eins aus, hat er das genommen, hat es nach Hause getragen mit dem Spiel da, sein Teddy. Er hat natürlich noch mehr, sein Bongo, er hat noch ganz viele
Jetzt hat er so einen kleinen Mini-Teddy, den schlägt er ab. Das sind seine Kinder. Ich sage zu ihm immer, du bist mein Kind. Na, mein Schatz, du bist mein Kind. Du, ich liebe dich, du bist mein Kind. Ne? Und jeden Tag sage ich meinem Hachiko, er heißt ja eigentlich Blackie und Panther heißt er, weil er auf Bäume kletterte, als er klein war. Und Hachiko Schönberg ist er sein Künstlername, eben weil er immer zum Bahnhof will und weil er so treu ist. Und ich sage ihm jeden Tag, ich bin froh, dass ich dich habe und ich liebe dich, gell, mein Schatz? Und dann sage ich dir noch was. Ich sage, du liebst mich auch. Und woran merke ich das? Ich kenne deine Hundesprache. Ich kann Hundesprache lesen. Stimmt's? Ja. So, das war's. Das war mein Vortrag, liebe Leute. Und bis bald. Hat mich gefreut. Alles Gute. Achso, ich kam jetzt gar nicht zu meinem Spiel hier. Aber das gibt's alles in YouTube, wie man die Musik der Bäume spielen kann.